Heute, was geht ab, Leute, Junge? Frohe Feiertage, gönnt euch die Pause, gönnt euch die Entspannung, gönnt euch die Feiertage. Heute mit einem kleinen Update von mir, paar Highlights in den letzten paar Tagen, paar Neuigkeiten und das Event halt. Ich habe mir jetzt die letzten paar Tage, also 1,5 Tage, auch ein bisschen gegönnt und mir endlich mal wieder ein Anime angeschaut. Es war Dr. Stone. Weiß nicht, was ich sagen soll. Er war gut, er war solide, keine Frage. Ich würde dem auf jeden Fall 7 von 10 Sternen geben. Hat Spaß gemacht, die Folgen sind auch so schnell durchgegangen. Also ich habe eine Folge angefangen und bam, zack, war die auch schon wieder aus. Aber Dr. Stone ist ja schon einer der gehypten Animes dieser. Mit Vinland Saga und Kimetsu. Und dafür, dass er so gehypt war von vielen, muss ich sagen, schon schwach. Ich meine, ja, nächste Staffel wird wahrscheinlich krass, der Krieg steht vor der Tür. Aber die Folgen bisher waren schon lustig, die Folgen, aber irgendwie schon actionlos, sag ich mal. Also nichts, was ich auf jeden Fall stark, stark empfehlen würde. Also ich würde niemals sagen, yo, Dr. Stone musst du dir anschauen. Deswegen, ja, keine Ahnung, ich glaube irgendwie ein bisschen übergehypt. Zumindest nach meinem Geschmack. Ja, ich kann schon die Zukunft sehen und ich werde mir jetzt auch den Manga reinpressen. Aber ich. Nein, so krass war der jetzt nicht. Das war eine kleine Anime-Diskussion mit Hong. Könnt ihr gerne eure Meinung zu Dr. Stone in den Kommentaren schreiben. Wie gesagt, er war nicht schlecht. Also ich würde nicht sagen, dass er schlecht war. Aber er war jetzt auch nicht so überklass, wie man so über ihn gehört hatte. Auf jeden Fall, Weihnachtsevent läuft. Klar, ich war hier und da schon draußen, hab ein bisschen gesammelt. Also Geschenke muss ja jeden Tag immer sein. Auch gestern, vor allem gestern. Weihnachten, Geschenke müssen rausgehauen werden. Wir können momentan 40 Geschenke öffnen und 20 Geschenke im Beutel haben. Was ganz nett ist, Damian-Plex ist am Start mit dieser Glocke. Und von dem habe ich mir auch bereits einen Shiny gegönnt. Der ist ziemlich selten, außer es gibt ein Nest von dem. Und wir haben zufällig in München gerade ein Nest, und zwar Olympiapark Süd. Grüße gehen raus an Mugat. Der hat von irgendwo gehört, dass es irgendwo, irgendwie da ein Nest sein soll. Und zack, ich war dort. Erst ungelogen. Erstes Damian-Plex, das ich dort angeklickt habe, war ein Shiny. Also Shiny-Rate soll angeblich erhöht sein und ja, ich kann es zumindest für mich bestätigen. Problem ist, das Nest ist heute Abend weg. Also morgen früh, heute Abend. Von Mittwoch auf Donnerstag, 2 Uhr wechselt es ja. Und das leider heute. Das heißt, alle München, ihr habt nur noch heute Zeit, falls ihr noch irgendwie nach Olympiapark Süd kommt. Also das Gute ist, Olympiapark Süd ist ein relativ starkes und großes Nest. Und wie gesagt, er ist erhöht. Die andere Sache ist natürlich, es gibt neue Krypto-Pokémon. Und Cliff hat Shadow Damian-Plex Shiny. Und das hätte ich natürlich lieber. Ich brauche eigentlich kein Damian-Plex. Klar, das ist kein normales Damian-Plex, das hat das Kostüm. Aber ich hätte auf jeden Fall lieber das Krypto, beziehungsweise Erlös dann. Shiny Lucky. Und apropos Shiny Erlös Lucky oder Krypto Shiny Lucky. Sierra hat ein neues, und zwar Absol. Und Ardor hat ein neues Kindwurm. Die gibt es jetzt auch in Shiny Krypto, beziehungsweise Shiny Erlös. Was natürlich leicht ärgerlich ist, denn ich habe bereits ein Shiny Lucky Absol und Shiny Lucky Kindwurm. Und jetzt brauche ich halt, jetzt kann ich die eigentlich wegschmeißen, damit ich einen Shiny Erlöst Lucky Absol und Shiny Erlöst Lucky Kindwurm mir ertauschen kann. Und ich brauche die beiden noch 100. Die werden auf jeden Fall gejagt. Also 100er Erlöst Kindwurm und 100er Erlöst Absol. Ist natürlich leid, weil erstmal muss ich 6 normale machen. Dann kriege ich den Radar voll. Und dann kann ich erst Sierra oder Alo besiegen. Also das wird eine leidende, leidende, leidende Jagd. Schreibt gerne unten in die Kommentare, ob ihr schon eins von denen habt. Und die haben auch ein neues Team, können wir uns ganz kurz anschauen. Wie gesagt, Cliff hat jetzt Damianplex, dann hat er als zweites Onix oder Knorga oder Illivoltag. Als drittes hat er Despotar, Zumpex oder der Pflanzentyp, Cheltegra. Arlo hat jetzt Kindwurm oder Sichlor. Dann hat er als zweites Glurak, Turtok oder Stardust. Dann Brutalanda, Dragan oder Sherrox. Es kommt auf die Kombination an, ich weiß nicht, ob es unbedingt schwieriger ist. Er kann zum Beispiel Glurak haben und dann einen von den zwei Drachen. Das ist ja relativ leicht, da kann man zweimal Gestein mitnehmen ins Team. Wenn er Stalos hat und Sherrox, dann kann man zum Beispiel zweimal Feuer ins Team mitnehmen. Sierra kann jetzt an erster Stelle noch Absol haben. Dann Simsala, immer noch Lapras und der Kaktusmann. Dann immer noch Hundemon Nummer 3. Tengulist heißt er, glaube ich. Und Galagladi. Abgesehen davon gibt es natürlich auch Schnäbbedeck in Shiny. Davon habe ich noch keinen. Und Pikachu, davon habe ich auch noch keinen. Was ich aber bekommen habe, schon, der kam gestern Abend noch rein. Ist zum Glück ein 100er Pet Sneeve, weil dadurch kann ich mir die Quest ersparen. Ich hatte schon angefangen, ein paar davon zu machen, denn die Quest ist relativ leicht. 5 Snapshots von dem Eis-Pokémon konnte man sich eigentlich ziemlich leicht gönnen und die ist auch eigentlich überall. Aber
Die Arbeit kann ich mir sparen. Zum Glück ist ein 100er reingekommen. Das Einzige, was ich momentan jage, ist natürlich Labras. Brüte sie Meier aus. Ist schwierig, also ganz ehrlich, mehr als einmal am Tag kann ich nicht das erfüllen. Das heißt, dreimal die Quest sammeln, die sieben Eier brüten und dann nochmal dreimal die Quest sammeln und das war's. Also leider nur wenige Chancen auf mein lang ersehntes 100er Labras. Andere Quests sind, fange 5 Eis-Pokémon für Schnäppedeck. Den gibt's auch in Shiny, wie gesagt, habe ich leider nicht. Fange 5 Schnäppedeck oder Botugel für Pikachu. Potenziell mit Hut in 100 oder Shiny oder 100 Shiny. Fange 10 Pokémon von Typ Eis für 1000 Staub. Und ja, wie gesagt, die Labras-Quest. Das andere neue Eis-Pokémon, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das gibt es ja anscheinend nur aus dem Eismodul. Und Samstag ist Eismodul hält länger, hält 2 Stunden, aber in der Zeit will ich auch Raiden und Regi Ice-Raids machen. Also den habe ich noch gar nicht gesehen. Einmal in der Arena oder so, aber selber nicht mal den Dex-Eintrag. Falls ihr den habt, könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten Shiny Botugel habe ich immer noch nicht. Shiny Schnäppke habe ich immer noch nicht. Das Einzige, was ich noch habe, ist ein 100er Schilddarossäule aus dem 10 Kilometer Ei. Saftig. Ich habe letztens erst noch ein Video gemacht, wie saftig die Eier geworden sind. Und als Belohnung für diese netten Worte habe ich von Niantic ein 100er Schilddaross bekommen. 100er Finion habe ich auch noch bekommen. Also nicht aus Mai, aus der Map. Das war auch so eines der Pokémon, die häufig sind. In 100, sage ich mal, ein bisschen häufiger. Und ich noch nicht hatte. Grüße gehen raus an Hamburg damals. Nicht bekommen das 100er. Da war ja dieses Event mit Finion und angeblich mehr Staub, aber es gab nicht mehr Staub. Lange nach dem Museum war das. Und Shinies, ich habe einen einzigen Lugia Raid gemacht. Jetzt am Wochenende. Und da habe ich einen Shiny Lugia bekommen. Und mein erstes Shiny aus der Spezialforschung, aus dem Durchbruch. Ein Zapdos. Das soll in den letzten paar Tagen passiert. Vielmehr auch nicht. Es sind immer so kleine Highlights, woraus man nicht wirklich ein Video machen kann. Ich versuche jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr, aber morgen wieder rauszugehen für einen größeren Vlog. Das heißt, der würde, was morgen? Donnerstag? Freitag kommen. Ja, Freitag dann. Bis dahin chillen wir noch, genießen die Zeit. Ich zog mir jetzt entweder Dr. Stone den Manga rein oder Kimetsu den Anime. Muss ich mal schauen. Ich glaube eher Dr. Stone, weil jetzt bin ich schon in der Materie drin. Euch noch schöne Feiertage, genießt die Zeit. Falls ihr draußen unterwegs seid, viel Glück, viel Erfolg. Falls ihr erstmal chillt, dann habt Spaß beim Chillen, so bin ich. Das war's von mir und dem kleinen Update, was ich so die letzten paar Tage bekommen habe. Und ja, das Event momentan. Vergesst nicht, es gibt einen Inkubator umsonst. Den könnt ihr stapeln und sammeln. Das heißt, ihr müsst ihn nicht aufbrauchen, bevor ihr am nächsten Tag den neuen euch abholt. Momentan läuft Doppelbonbon. Danach kommt, glaube ich, Doppelstaub. Die 2 Tage, da kann man abgehen. Und dann kommt Doppel-EP. Und dann kommt reduzierte Kilometer. Ja, das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.